Es geht weiter bei Let's Play Verlorene Seelen. Ja. Wir haben eben gerade Miss Woods vor dem bösen Geist bewahrt, namens Mr. Ryan. Oder eher gesagt, unsere kleine Alexandra hat es getan. Oder Alexandra. Und ja, kann man denn wirklich was gegen diese Geister tun? Doch, früher haben wir oft Banntränke gebraucht. Sie können Geister für längere Zeit vertreiben. Im Burggarten wachsen bestimmt auch die richtigen Kräuter, um einen zu brauen. Aber ich kenne das Rezept nicht mehr. Tut mir leid. Es ist nicht schlimm. Gibt es denn darüber irgendwelche Aufzeichnungen? Ja, bestimmt. Ich werde mal die alten Bücher durchsuchen. Ach ja. Ich habe diesen Schlüssel gefunden. Er wird dir bestimmt weiterhelfen. Bronzeschlüssel erhalten. Danke. Kannst du mit Miss Woods auch dorthin bringen, wo du Miss Taylor versteckt hast? Nein! Ja, ich glaube nicht, dass Miss Woods jetzt erstmal dorthin gebracht werden kann. Bleib lieber hier, Diana. Schwarze Ratten sind gefährlich. Muss ihr doch irgendwie helfen. Von hier hoch kannst du nicht gehen. Schon fest. Ich muss einen Weg in den Keller finden. Bitte such nach diesem Buch mit dem Rezept. Ich mach mich sofort auf den Weg. So. Speichern erstmal. Er wurde erstochen. So, mit dem Bronze. Man sollte auch nicht auf seiner Wange von innen beißen. Kupfer. Kupfer. West. Uhr. Platz. Schrank. Bronzenfarbene Schlüssel. Das war jetzt hier, glaube ich, Silber. Jupp. Die Tür ist verschlossen. Also, wir müssen jetzt irgendwie in den Keller und ich sollte aufhören, auf meine Wange zu beißen von innen. Böse Wange. Ganz, ganz böse. Vielleicht gibt es auch noch böse die Geister hier. Wie sieht sie aus? Die Tür ist verschlossen. Vielleicht kommen wir in den Keller, wo wir eben gerade waren. Ach ja, das wird wieder mal eine Sonne werden. Obwohl. Hier gab es ja auch Türen. Die habe ich glaube ich noch nicht ausprobiert. Was gibt's hier? Nichts. So. Ah, hier kamen wir weiter. Gut, dass ich nochmal Zeug bei dir. Und noch ein Buch. Im Schrank sind Handtücher. Tabletten erhalten. Ja. Wie weit sind wir? 12,7 Patronen erhalten. Millimeter Patronen. Nichts Besonderes. Ja, ich dürfte. Also, wir haben schon ein gutes Stück des Spiels eigentlich schon geschafft. Was? Im Schrank sind Gesellschaftsspiele. Arbeitsunternehmen.
Achso, okay, ja. Gut, 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 gut. Aua. So, wir erhalten eine Kaffeemaschine. Nein. Ein Schweißgrill. Ah, das brauchen wir. Kommen wir hier. Und so. Dann bitte. So, wir haben eine Gasflasche, die wir vorher gefunden haben. Und können nun den Dings verwenden. Bla. 10 9mm Patronen erhalten und 2 Schrot. Sehr gut. Katzen. Es wird Zeit, dass sie mir erklären, was hier passiert. Wenn sie unbedingt wollen. Sie haben gesagt, dass ihre Frau an Kraft gewonnen hat. Also ist sie auch ein Geist? Ja, das ist sie. Wie ist es dazu gekommen? Warum sind die ganzen Leute zu Geistern geworden? Es fing alles damit an, dass... meine Frau und ich entdeckten, dass wir Menschen tatsächlich eine Seele besitzen. Wir fanden heraus, dass es möglich ist, vom Körper zu trennen. Lange dachten wir darüber nach, die Theorie in Praxis umzusetzen, aber wir wussten nicht, ob sich der Prozess rückgängig machen lässt. Anscheinend wohl noch nicht. Doch eines Tages erkrankte meine Frau schwer. Die Krankheit lähmte sie nach und nach und immer mehr. Es gab keine Aussicht auf Heilung. Es schmerzte mich sehr, sie so leiden zu sehen. Und am Ende wurde mir klar, dass ich ohne sie nicht weiterleben könnte. Ich entschloss mich, ihren Körper in Stasis zu versetzen, damit sie eines Tages geheilt werden kann. Aber obwohl sie in diesem Zustand noch lebte, so waren wir doch getrennt. Deswegen entschied ich mich, ihre Seele vom Körper zu trennen. So konnte ich wenigstens auf diese Art mit ihr zusammenleben. Es zeigte sich, dass all unsere Theorien richtig gewesen sind. Elizabeth, ach so, die Frau hieß Elizabeth, genau, war bei vollem Bewusstsein, kein Zeichen mehr von ihrer Krankheit. Ich war überglücklich und dachte, sie würde es auch sein, aber sie wollte oder konnte es nicht akzeptieren, nur noch ein Geist zu sein. So wurde sie von Tag zu Tag immer depressiver und aggressiver bis. Sie eines Tages anfing, die Wissenschaftler im Labor zu töten. Mir blieb nichts anderes übrig, als sie mit Bannruhen einzusperren. Ihre überall unnatürliche Trennung vom Körper und Seele muss sie in den Wahnsinn getrieben haben. War so ein Narr. Wie befürchtet, fand ich keinen Weg, ihre Seele wieder zurück in den Körper zu transferieren. Ich hatte meine geliebte Frau zu einem Monster gemacht. Aber ich wollte sie nicht aufgeben. Ich begann mit den Experimenten. Ich heuerte Wissenschaftler an, um mir dabei zu helfen. Und ich heuerte Söldner an, Forschungsobjekte zu besorgen. Forschungsobjekte? Sie meinen doch nicht etwa... Es blieb mir anderes übrig. Ich musste einen Weg finden, die Seele abzutrennen, ohne dass die Geister wahnsinnig werden. Wäre mir das gelungen, dann könnte ich vielleicht einen Weg finden, um Elizabeth zu heilen. Und dafür haben sie andere Menschen getötet? Sie sind ja wahnsinnig. Dann sind die Zombies die leeren Höhlen ihrer Opfer? Ist das so? Ja, sie werden genauso aggressiv wie die Geister, als würden sie wie Marionetten von ihnen gesteuert werden. Was ist nun im Keller passiert? Wieso wimmert es hier plötzlich von Zombies? Meine Frau hat es geschafft, alleine
durch ihre Gedanken geritten, die Maschine unter ihre Kontrolle zu bringen. Sie hat alle im Labor erzählt und breitet sich immer weiter im Keller aus. Entschuldigung. Ich weiß nicht wie, aber sie hat nun die Kraft, den Menschen die Seele auch ohne die Maschine zu entreißen. Als das passiert ist, sie haben sie gerade versucht, Mr. Ryan die Seele zu entziehen. Hab ich recht? Nennen Sie mir einen Grund, wieso ich sie nicht auf der Stelle erschießen sollte. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Es ist so egal. Wir werden hier alle sterben. Nein, ich bin nicht so ein Monster wie Sie. Nur noch eine Sache. Wieso ist der Gast von Alexandra nicht wahnsinnig geworden? Alexandra? Ach, das kleine Mädchen. Niemand hat ihr die Seele entzogen. Sie ist schon sehr lange tot. Ich weiß nicht, was sie noch in dieser Zeit. Aber die Seelen der Menschen, die normal stehen, werden nicht wahnsinnig. Nun entschuldigen Sie mich. Und ich entschuldige mich, dass ich so bescheuert vorlese. Einen Weg gibt, Elisabeth zu zerstören? Ja, auf dem Bild ist ein Durchgang zu sehen. Vielleicht eine Art Geheimtür? Ja, merkt euch das hier. Das ist nämlich wichtig. So, mehr Patrone. Hier ist ein versteckter Schalter. Und wieder eine versteckte Tür. So, bevor wir aber da reingehen, wäre denn wir natürlich auch erstmal hier reinnehmen. Oh. Nein! Keine Munition mehr. Warte hier dann so lange. Ja, das wird doch das Letzte sein, was ich mache. Die Tür wurde zugeschweißt. Schmeißen wir sie doch wieder auf. Das Gas hat gerade noch gereicht, um die Tür aufzuschweißen. So, Geisterkapsel erhalten, Tabletten erhalten, 2 Schrotpatronen erhalten. So. Ach, wir haben noch eine Zeit. Ja, genau. Hast du schon das Buch mit dem Rezept gefunden? Nein, leider nicht. Oh, meine Zeit ist zu viel. Ja, dann machen wir hier Schluss. Also bis zum nächsten Part. Blood Trails of B wird sich ab.